Graustar ist eine Trübung der Linse, die altersbedingt ist. Das heißt, im Laufe vom Leben wird die Linse dicker und ein bisschen trüber auch. Und wenn sie ganz trüb wird, ist es eine Katarakta. Der Patient erkennt, dass er grauen Star hat, weil die Sehschärfe abnimmt, und speziell an einem Auge. Er kann auch durch Licht gestört sein und manchmal sogar kann er ohne Brille wieder lesen, aber es ist meistens die Sehschärfe, die Abnahme der Sehschärfe. Ein grauer Star entwickelt sich ganz langsam, aber es ist etwas, das sich nicht verbessern kann. Das heißt, wenn es einmal sich entwickelt, kann man das nicht mehr stoppen. Also die einzige Therapie für den grauen Star ist die Operation. Es gibt keine Tropfen oder sonstige Therapien, die helfen können sonst. Vor der Operation muss eine gründliche Untersuchung erfolgen, um sicherzustellen, dass die Diagnose stimmt und auch, dass das Auge nicht andere Erkrankungen hat. Die Operation wird ambulant durchgeführt, das heißt, Sie kommen am Morgen in den Spital, erhalten eine Betäubung am Auge, die Operation wird durchgeführt. Nach 1-2 Stunden gehen Sie wieder nach Hause und können bereits am nächsten Tag die Augenbinde entfernen und wieder Ihren Hobbys nachgehen. Nach der Operation ist die Linse, die trübe Linse, durch eine künstliche Linse ersetzt und deshalb ist beseitigt. Es ist die meist durchgeführte Operation auf der Welt mit einer sehr, sehr niedrigen Komplikationsrate. Das hat damit zu tun, dass im Laufe der Jahre eine große Miniaturisierung bei den Instrumenten stattgefunden hat. Also kann man heute durch Schnitte am Auge mit 1,8 mm operieren, wo man früher noch Schnitte von 2,8, 3,2 mm am Auge machen musste. Die Risiken bei der Kataraktoperation sind einerseits während der Operation, man kann zum Beispiel andere Teile vom Auge verletzen, ist zwar sehr selten. Nach der Operation besteht ein etwas erhöhtes Risiko für Netzhautablösungen oder allenfalls Entwicklung eines grünen Stars, also Glaukom.